Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seiten Aktienfinder.net und Wachstumswerte.net. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien. Und wenn ich mein eigenes Depot vorstelle, eines von meinen Depots, den öffentlichen Teil meines Depots, dann darf es auch etwas kurzfristiger sein, denn dann verkaufe ich unter anderem auch Aktienoptionen und kann mich ausüben lassen oder angedient werden. Und deshalb passiert auch immer ein bisschen was und das ist auch der einzige Grund, warum ich denke, dass es Sinn macht, dass ich hier das Depot-Update Monat für Monat wiederhole. So, jetzt also der Monat Oktober. Der Monat Oktober, der war ganz interessant in dem Sinne, dass es zu relativ starken Kursrückgängen gekommen ist. Ich gebe einen kurzen Überblick anhand der wichtigen Indizes. Hier der DAX, der ging ja mal 6,5% runter. Gerade schon ganz ordentlich, wird aber noch überboten durch den S&P 500. Der hat nämlich verloren 7% und wird auch noch mal überboten von dem Nasdaq. Wir wissen ja, der Nasdaq ist etwas volatiler unterwegs, sowohl nach oben als auch nach unten. Und der hat wie viel verloren? Ungefähr 9% im letzten Monat. Ja. Man kann sich vorstellen, dass das bei mir im Depot recht ähnlich aussieht. Das wäre hier. Ich habe also verloren 6,8% ungefähr. Das entspricht ungefähr einem Ford Fiesta mit Sonderausstattung, würde ich mal sagen. Hätte eigentlich noch mehr verloren, aber mir sind Währungsschwankungen entgegengekommen. Der Dollar ist insbesondere etwas stärker geworden. Das heißt, ansonsten hätte ich ungefähr 8,3% verloren. Es gibt vielleicht auch so ein bisschen die Gewichtung wieder, in dem Sinne, dass ich relativ viele US-Aktien habe und da auch Tech-Werte gut vertreten sind. Ja, Cashflow-Depot, das heißt, ich möchte Geld bekommen, Monat für Monat, aus dem Depot, ohne das Depot kaputt zu machen, ganz wichtig. Das heißt, ich habe im Depot Aktien drin, die ich für qualitativ hochwertig halte, das heißt Aktien mit langfristiger Gewinnsteigerung. Und Dividenden habe ich keine bekommen, also genau 0 Euro und 0 Cent. Aber ich habe Optionsprämien erzielt, das heißt, ich habe Optionen verkauft, so Aktienoptionen, und konnte die dann im Gewinn schließen, insofern, dass ich eben Prämie dafür bekommen habe. Wir sehen aber auch gleich, dass dabei ein Buchverlust entstanden ist und gehen dann drauf ein. Insgesamt also hier der Cashflow 1950 Euro entspricht ungefähr 0,6% des Depotwerts. Und ich habe auch was verkauft mit Gewinn und was gekauft. Und das sehen wir auch gleich, was es ist. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier haben wir die einzelnen Positionen. Wenn hier ein Bestand steht, dann heißt es, dass tatsächlich die Aktien vorhanden sind. Falls überhaupt kein Bestand steht, so wie bei Ingenico, dann ist es eine reine Aktienoptionsposition. Wir sehen hier die Spalte der Buchgewinne, Buchverluste, also G und V. Und da gibt es ein paar wenige Aktien, die konnten zulegen im Oktober. Zum Beispiel Starbucks, die sehr gute Zahlen gemeldet haben. Wir sind ja in der Berichtssaison. Und wir sehen aber auch, dass die roten Zahlen deutlich überwiegen. Ja, das kann man ja gerne mal in Ruhe angucken. Es ist jetzt so, dass Aktien gehen hoch, Aktien gehen runter. Momentan gehen sie runter, aber es ändert da jetzt nichts daran, ob die Aktie bzw. ob das Unternehmen langfristig weiterhin wächst oder nicht. Und ich wiederhole nochmal, die Aktien, die ich da drin habe, sind so, dass ich da ein gutes Gefühl habe. Das Depot ist noch nicht ganz perfekt. Ich habe da schon ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel BASF, aber im Großen und Ganzen ist es schon recht gut. Es ist auch noch mal etwas besser geworden, weil ich habe Kraft Heinz verkauft und habe dafür Church & Dwight gekauft. Das war, wenn man so will, ungefähr im Prinzip ein Tausch. Hier sehen wir auch noch mal den Gewinn, den ich realisiert habe durch den Verkauf von Kraft Heinz. Kraft Heinz ist mir, habe ich bekommen, habe ich geschenkt bekommen durch einen Spin-off, weil über meine Tabakaktien Philip Morris. Da gab es einen Spin-off und dann habe ich Kraft ins Depot eingebucht bekommen und später gab es nochmal einen Merger und dann wurde da Kraft Heinz draus. Die habe ich also nie explizit gekauft, diese Aktien hier.
Diesen Tausch, den kann man vielleicht nachvollziehen. Hier, wenn ich hier im Aktienfinder gehe, da ist ja auch mein Ranking drin. Da sieht man mal gleich, dass Church & Dwight 99 Punkte hat und Kraft Heinz keine. Wir sehen hier die langfristige Gewinnentwicklung von Church & Dwight, inklusive Dividenden und Cashflows. Das sieht ja schon mustergültig aus. Und dann halten wir mal Kraft Heinz dagegen. Und bei Kraft Heinz, es ist erstmal die Historie nicht so lange, weil das Unternehmen eben noch nicht sehr lange gibt, Kraft Heinz. Wir sehen aber eben, dass es eher ein Unternehmen ist, wo es seitwärts geht. Und es ist eben ein Nahrungsmittelhersteller in einem relativ gesättigten Markt. Und da darf man keine Wunder erwarten. Ist ein guter Dividendenzahler, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Investor wäre, der auf hohe Dividendentitel steht. Ich bin eher jemand, der auf langfristiges Gewinnwachstum steht. Insofern war, wie ich fand, dann Church & Dwight die bessere Wahl. Hat mir übrigens auch einen Gefallen getan, die Aktie. Das sieht man hier. Hat mir den Gefallen getan, auch zu steigen. Also Church & Dwight, wo haben wir sie hier? Da darf ich mich jetzt schon über 20,5% im Plus freuen, während es mit den anderen Aktien nach unten ging. Diese Seite hier ist auch auf Wachstumswerte. Hier ist mein komplettes Depot, das Echtportfolio Cashflow, schweres Wort, live. Das ist also quasi nicht die Monatssicht, sondern ist die komplette Sicht hier. Gehen wir nochmal zurück auf die Monatssicht. Das waren die Positionen. Man kann hier nochmal ein bisschen runtergehen zu den einzelnen Optionen. Das sind also alle Optionen, die ich schließen konnte im Monat Oktober. Es gibt ja immer so zwei Arten, die ich unterscheide von den Optionen. Das heißt, es gibt einmal diese Kategorie von den Optionen, wo ich mich ausüben lassen würde. Das ist dann hier ein Häkchen. Und es gibt dann die andere Kategorie von Aktienoptionen, wo ich sage, da möchte ich mich nicht ausüben lassen. Das heißt, da müsste ich im Verlustfall, also wenn es gegen mich läuft, mit Verlust zurückkaufen. Das war jetzt in diesem Fall, habe ich das mit Tesla gemacht. Und dieser QQQ-ETF, der geht auf den Nasdaq. Und die konnte ich eben mit Gewinn dann auch wieder schließen. Facebook ist mir angedient worden. Da kommt auch der nette Buchverlust her von 1050 Euro. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn man das ausweist, weil wenn man das unterschlägt, also die Spalte weg ist, dann sieht es immer so aus, als ob man so alles ganz toll gemacht hätte. Aber ab und zu, und das ist halt die Kehrseite bei Aktienoptionen, wenn man sich ausüben lässt, dann bekommt man, wenn man eine Aktie quasi kauft, dann bekommt man die zu einem ungünstigeren Kurs, als wenn man sie am Markt gekauft hätte oder man sie verkaufen muss über einen Call. Ich schreibe ja auch Calls. Dann verkauft man sie quasi billiger, als sie am Markt gehandelt wird. Bei Facebook war es so, die sind ja bis auf 140 US-Dollar gefallen im Oktober. Jetzt liegen sie schon wieder bei 151 oder so. Was mache ich dann damit? Also erstmal, ich erwarte, dass Facebook jetzt eher tendenziell nochmal seitwärts läuft, aber langfristig denke ich auch, gehe ich davon aus, dass die Aktie wieder steigen wird. Bis es soweit ist, schreibe ich auf meine Facebook-Aktien Covered Calls. Das heißt, ich verkaufe Optionen, ich verkaufe quasi das Recht, dass man mir Facebook abkaufen kann. Das wäre diese Option hier. Also meine Optionen sind ja auch live, alles live hier. Ich verkaufe also das Recht, dass man mir meine Facebook-Aktien abkauft. 200 Stück jetzt in diesem Fall. Also ich habe ein Cashflow-Depot, 200 Facebook-Aktien. Und zwar zum Kurs von 165 US-Dollar. Das heißt, dann hätte ich ein bisschen Gewinn gemacht über Kauf und Verkauf. Ich gehe aber davon aus, dass sie mir nicht weggecallt werden, weil ich ja jetzt erstmal von der Seitwärtsbewegung ausgehe und diese 165 US-Dollar relativ weit weg sind vom Strike. Ich werde aber netterweise trotzdem bezahlt dafür, dass ich jemandem dieses Recht verkaufe. Ich kriege 135 US-Dollar für beide, also für die 200 Stück, für eine Laufzeit von 28 Tagen. Entspricht einer monatlichen Rendite von 0,6%. Und wenn man das jetzt aufs Jahr nimmt, mal 12, dann wäre das schon irgendwo 7,2%. Ist jetzt ein hypothetischer Wert. Die sind nicht rund um die Uhr, werde ich hier Covered Calls laufen lassen, über 365 Tage. Aber einfach mal, um so einen Eindruck zu kriegen.
Und das ist noch das eines der netten Sachen, die man halt mit Optionen machen kann. Wenn wir jetzt einen Markt haben, vielleicht, der jetzt längerfristig seitwärts läuft, dann kann man doch sehr schön Calls verkaufen. Dann gehen wir wieder zurück. Ingenico ist vielleicht noch interessant. Ingenico hatte ich mir überlegt gehabt, mich ausüben zu lassen. Da habe ich gesagt, ich kaufe die Aktie für 70 Euro. Der Kurs war, als ich dieses Verkaufsangebot quasi gemacht habe, über einen sogenannten Short Call, lag der bei 63 Euro, paar zerquetschte, also es war ganz tief im Geld, die Option. Deshalb habe ich auch sehr viel Prämie dafür bekommen, glaube ich fast 1000 Euro oder so. Hätte mir die im Prinzip auch andienen lassen, habe es dann aber nicht gemacht am Ende aller Tage, weil der Markt relativ stark nach unten ging und ich dachte, ich behalte lieber das Geld und schließe die Option netterweise im Plus, weil Ingenico gegen den Markt sich positiv entwickelt hat. Und dann war mir aber Bargeld in dem Sinne dann doch ein bisschen wichtiger als 100 Stück Ingenico-Aktien. Ja, das würde ich sagen, war dann im Prinzip das Wesentliche. Man kann ja sich die ganzen Sachen auf meiner Seite wachstumswerte.net näher und in Ruhe anschauen. Wichtig vielleicht noch, dass man sich von sowas nicht verrückt machen lässt. Also das hat mich, also sowas belastet mich wirklich null, weil Kurse steigen, Kurse fallen im Sinne der Marktlaune. Wichtig ist einfach, dass man an sich gute Aktien drin hat, Aktien von Unternehmen mit langfristigem Gewinnwachstum, wo man die findet, beispielsweise im Aktienfinder. Und wenn man dann ein gutes Gefühl hat, dann kann man da wirklich drüber stehen. Wünsche mir natürlich trotzdem, dass die Kurse jetzt im November wieder anziehen. Oh, so dass wir da grüne Zahlen sehen. In diesem Sinne weiterhin gute, alles Gute mit dem Investments und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.